Moin Leute, ich bin Sammy und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von U-Boat. In der letzten Folge lief es leider nicht ganz so gut. Wir sind zwar auf dem Heimweg gewesen und sind es auch jetzt wieder, aber wir wurden mehrmals von feindlichen Flugzeugen angegriffen und diese haben uns wirklich mit, ich weiß gar nicht wie vielen Wasserbomben behagt und im Endeffekt dann auch so schwer beschädigt, dass wir uns nicht mehr reparieren konnten, weil uns erstens die Ersatzteile ausgehen, zweitens können wir nicht mehr wirklich wirken auf die Flugzeuge, weil unsere Munition schneller verschossen war, als einem lieb ist. Ja, und drittens sind uns dann doch einige Matrosen verstorben, gefallen. Und ja, das Boot ging dann tatsächlich irgendwann auch auf Tiefe und nur der Hintern guckte noch aus der Wasseroberfläche raus. Wir versuchen das in dieser Folge nochmal und werden jetzt mal zusehen, dass wir es irgendwie nach Hause schaffen. Wir sind hier immer noch in der keltischen See. Ich habe das gerade eben nochmal geguckt, ich zeige euch das aber auch gerne nochmal. Wir haben insgesamt noch zwei Ersatzteile übrig und wir werden das diesmal so machen, dass wir Tiefenruder und Ventile auf jeden Fall versuchen noch zu reparieren. Gucken wir mal, Brasdorf, wo ist der gerade? Der ist im Maschinenraum, verlagert Wasser, das ist auch gut. Und Ebeling scheint dasselbe zu tun. Okay, ich würde jetzt die Reparatur der Tiefenruder in Auftrag geben. Denn das ist wahrscheinlich doch noch sehr, sehr wichtig. Problem ist, wir brauchen ja auch noch die Ventile für die Ballasttanks. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Deswegen ist meine Idee, dass wir eventuell das vordere Abteil hier volllaufen lassen. Denn hier haben wir ja auch ein Leck, was ja momentan so um die 1500 Liter pro Minute reindrückt an Wasser. Dass wir vorne das Schott dicht machen. Die Leute alle rausholen. Ja, der Schwarz, der liegt hier und ist stark verwundet. Aber dass wir wenigstens tauchen können, wisst ihr? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie wir es am besten machen. Pass auf, wir lassen jetzt erstmal die Tiefenruderstation reparieren hier von Brasdorf. Und dann schauen wir mal, wie wir mit dem Wassereinbruch vorgehen. Wir können schon mal wieder auf halbe Fahrt gehen. Ne, können wir natürlich nicht, weil der Brasdorf gerade repariert. Doch, das funktioniert. Der Motor läuft. So, ist die Lenzpumpe eingeschaltet? Ja, ist sie. Dann müssen wir... Haben wir noch irgendwo Wasser? Ja, hier hinten. Das muss auch mal vorgebracht werden. Genau, schön weitermachen, Leute. Die Reparatur hier ist gleich abgeschlossen. Dann können wir... So, das haben wir. Dann können wir... Ja, die Ventile, Leute. Eigentlich müssten wir die auch mal, ne, reparieren. Wir gehen jetzt schon mal auf Seerohrtiefe. Ach, Leute, wisst ihr was? Wir müssen irgendwie ohne diese Ventile auskommen, wenn wir jetzt tauchen. Das können wir nicht machen. Wir müssen hier reparieren. Das geht nicht anders. So, wo ist er? Brasdorf? Ach, er ist gerade auf dem Weg dorthin. Alles klar. Ja, sehr schön. Er ist hier zugange. Uiuiuiui. Mal gucken, ob das noch alles so hinhaut. Dann werden wir auf jeden Fall den Schnorchel ausfahren. Lenzpumpe sieht soweit eigentlich ganz gut aus. Wir haben ja auch kaum noch Wasser in den Abteilungen. Dann können wir ja den Befehl hier mal aufheben. Ja, wie die Lenzpumpe. Was drückt die gerade raus? Schauen wir mal.
Wir haben 8,1 Kubikliter. Ja gut, aber da kommt jetzt das hier auch noch dazu. Das wird ja gerade repariert. Dann muss hier auch rausgetragen werden. Okay, Leute. Wird das was ohne diese Ventile? Hecktorpedorohr brauchen wir generell nicht reparieren. Wo wir gerade mal hier sind, gucken wir auch mal in die Kombüse. Wie sieht es hier aus? Hier können wir auch mal nachladen. So. Bringen wir erstmal wieder alles auf 20. Was? Da wurde noch ein Schaden repariert? Bin nicht sicher, welchen Schaden er jetzt meint. Okay, wir haben noch 3,5 Kubik Wasser in den Abteilen. Es wird aber sehr schnell weniger. Jetzt haben wir nur noch 2,9. Okay, gut, das haben wir. Können wir tauchen? Sieht mir nicht danach aus. Was reparieren die denn jetzt hier noch? Reparieren immer noch diverse Sachen, aber was denn nur? Ach so, Schotten und irgendwie solche Kleinigkeiten, die wir jetzt so gar nicht sehen. Ah, alles klar. Das wird nur so angezeigt in diesem kleineren Rahmen. Okay, offensichtlich können wir nicht tauchen. Wir gehen nämlich nicht auf Tiefe. Das ist natürlich sehr, sehr doof. Dann lassen wir Prastov das jetzt nochmal eben reparieren hier. So, und dann schicken wir ihn an die Dieselmotoren. Äußerste Fahrt voraus. Und dann müssen wir jetzt beten und hoffen. Denn, ja, hier tut sich leider nichts. Verdammt. Okay, wir werden jetzt auch mal einen kleinen anderen Weg fahren. Wir fahren jetzt mal etwas weiter von der Küste entfernt und biegen später erst ein. Oh, wir sind auf Seerohrtiefe, Leute. Fantastisch. Naja. Es geht so. Das sah gerade kurz so aus, aber eigentlich war das nur ein Wellental, in dem wir verschwunden sind. Na gut. Oder auch nicht. Doch, wir ploppen immer wieder auf. Ja, weil wir die Tanks nicht bearbeiten können mit den Ventilen, ne? Ah, das ist ärgerlich. Okay, so. 1800-fache Geschwindigkeit. Jetzt heißt es Daumen drücken, Leute. Er zeigt aber an, dass wir unter Wasser sind, ne? Das Hydrophon scheint auch zu funktionieren, aber im Endeffekt ist es nicht so. Das ist auch sehr interessant. Was haben wir hier? Militärvorrat. Was hat es damit nochmal auf sich? Wir haben den Vorrat gefunden. Ach so, da gibt es ein bisschen mehr Budget. Okay, können wir ihn sonst noch irgendwo hinschicken? Tatsächlich bleibt uns jetzt kaum noch was übrig. Was ist mit Luftaufklärung? Machen wir das einfach mal. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, da kommt wieder die Meldung vom BDU. Die kennen wir auch schon aus der letzten Folge. Genau, die Melo Franco. Aber Konvoi OS, okay, ist doch ein etwas anderer Konvoi.
Das können wir dennoch nicht leisten, Leute. Weil also möglicherweise kriegen wir den noch irgendwo abgefangen, aber nee, ich glaube es fast nicht. Melde mich zum Dienst. Okay, jetzt kommst du nochmal in die kritische Phase. Noch 300 nautische Meilen übrig. So, noch 200 nautische Meilen. Tja, dieser Konvoi wird sein Ziel erreichen, wenn nicht noch andere U-Boote im Bereich sind, im Gebiet sind. Okay. Gleich haben wir es geschafft, Leute. Das sieht diesmal doch schon besser aus. Fantastisch. Legen Sie den Kurs an. Zu Befehl. Oh, was haben wir hier? Ein deutsches U-Boot. Ja, wir lassen noch jetzt auch mal. Wir fahren jetzt natürlich aufgetaucht. Und wir werden mal auf die große Fahrt runtergehen. Und mal gucken, dass es hier keine Kollision gibt. Weil so richtig sehen tun wir hier natürlich nichts. Schnorchel können wir auch wieder einfahren. Da ist das deutsche U-Boot. Moin. U1273. Achso, nee, jetzt haben wir dem U-Boot den Befehl gegeben. Das will ich gar nicht. Ich will eigentlich nur die Männer nach Hause bringen. So, können wir auch schon mal auf halbe Fahrt runtergehen. Ja, Leute, ich glaube, ich war noch nie so froh, dass wir es heile zurück in den Hafen geschafft haben. Das war doch jetzt eine etwas härtere Nummer. Da haben wir es. Okay, Leute, wunderbar. Dann geben wir erstmal die Mission ab. So, was gibt's denn? Dietrich Meyer bekommt einige Punkte. Dirk Maas bekommt ebenfalls 2 Punkte, weil er Kameraden wohl gerettet hat. Wolfgang Ebeling erhält das Eiserne Kreuz zweiter Klasse. Herzlichen Glückwunsch, hervorragend. Und das Eiserne Kreuz erster Klasse noch obendrein. Meine Güte. Deutsches Kreuz in Gold. Und Johann Prastorf erhält das U-Boot-Kriegsabzeichen mit Diamanten. Sehr schön. Das Eiserne Kreuz zweiter Klasse und erster Klasse. Meine Güte. Und Karl-Heinz Bielig erhält ebenfalls das U-Boot-Kriegsabzeichen mit Diamanten. Aber das war's. Okay, wir bekommen wieder mal Punkte für unser Ritterkreuz mit Eichenlaub. Und gar nicht mal so wenige. Ja, hat sich gelohnt. Flugzeugträger Illustrious. Als Korvette, als. Ja, das werden wir uns gleich mal genau angucken. Und auch wir erhalten das U-Boot-Kriegsanzeichen mit Diamanten. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich selbst mal nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir wo versenkt haben. Die Empire Surf, Empire Sunbeam, Fort Jupiter, die Empire Lapwing,
die Warrior Point, die MS Saarland. Oh, da gibt es sogar einen Zeitungsbericht. Es wird berichtet, dass das Schiff mit Edelmetallen beladen war. Überlebende behaupten, dass sie von einem U-Boot torpediert wurde. Ja, das ist der Schwede, Leute, den wir versenkt haben. Die Andalusia, die Empire Bruce und das waren jetzt nur die Frachtschiffe, ne? Ja, die Liste ist schon etwas länger diesmal, Leute. Da haben wir echt... Wir sind ja nochmal wieder zurückgefahren, mussten nochmal neue Torpedos aufnehmen und nochmal auftanken und alles drum und dran. Und dann sind wir erst in das Gebiet gefahren, wo wir in der letzten Folge waren. Oder wo wir dann wieder weggefahren sind. Ja, Wahnsinn. Flugzeugträger, Korvetten, ein Kreuzer. Da ist schon einiges auf dem Boden der Meere verschwunden. Ah nein, und die MS Saarland war der Norweger. Die Andalusia war der Schwede. Aha. Okay. Ja, Wolfsrudel haben wir leider nicht war leider nicht geschafft. Und die Melo Franco. Okay, das ist dann hiermit jetzt auch abgehakt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir als nächstes machen können. Die Wetterstation Nordlabrador. Ein hoher Schwierigkeitsgrad. Da der Wind über dem Atlantik normalerweise von Westen nach Osten weht, sind die Alliierten uns gegenüber im Vorteil, da sie die Wetterbedingungen auf dem Meer vorhersagen und ihre Operationen entsprechend planen können. Das Hauptquartier verfolgt den Plan, dies zu ändern, indem sie eine Wetterstation in Nordamerika errichtet. Hm. Okay. Ihr Befehl lautet, zu den angegebenen Koordinaten zu fahren und an Land eine Wetterstation einzurichten. Das ist schon interessant, ne? Ja, das machen wir doch mal. Okay, gut, dann ist irgendjemand im Level aufgestiegen? Nee, tatsächlich nicht. Hier gehen wir erstmal den Matrosen frei. So, Feier machen. Okay, dann brauchen wir natürlich ganz, ganz dringend wieder neue Materialien. Und wir haben jetzt die Wetterstation, die uns den Inventarplatz wegnimmt. Das ist natürlich nicht cool. Lebensmittel müssen wir definitiv auffüllen, weil das ist ein weiter, weiter Weg, Leute. Passt mal auf. Machen das hier auf 50. Dann machen wir das hier auf 50. Dann machen wir das hier auf 50. Dosenbrot haben wir jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist doof. Kaffee haben wir noch 4. So, was wir verkaufen, mal einige Verbandskästen, damit wir hier den Platz frei haben. Wir haben ja 5 Stück an Bord. Damit lässt sich ja durchaus was machen. Dann schauen wir mal. Kraftstoff auf jeden Fall. Torpedos, ja, definitiv. T3, T3, T3. T1, P3. T1, P3. T1, P3. Dann könnten wir... T2. Ja, dann nehmen wir hinten nochmal auch so ein T1, P3 mit rein. Und ich sehe gerade, wir haben ja hier 8 Kaffee. Dann können wir hier auch nochmal den Kaffee verkaufen. Dann machen wir uns noch mehr Platz frei. Und dafür nehmen wir dann nämlich Ersatzteile mit. So. Und dann werden wir gleich nochmal in die Kombüse schauen. Und genau, was wir beim letzten Mal ja nicht hundertprozentig abgegradet haben, sondern ich mache das jetzt nochmal. Wir können uns das ja auf jeden Fall leisten. Nämlich das Sonar auf GHK Balkon mit 48 Hydrophonen.
3 Tage. Hydrofonsystem der Stufe 2. Besteht aus 48 Hydrofonen, die an einer Kuppel montiert und an der Unterseite des Rumpfes rund um den Kiel angebracht wurden. Durch die tiefere Anbringung überdeckte nun der Rumpf des Bootes die Sensoren und isolierte die Oberflächengeräusche. Es hat einen toten Winkel, der 60 Grad 8 dann umfasst. Okay. Das machen wir. Mein Gott, das war ein sehr lautes Geräusch. dann können wir da wieder rausgehen. Und genau, in die Kombüse wollte ich gucken. Ja. Das transferieren. Können wir das nicht transferieren? Na, jetzt gerade offensichtlich nicht. Schade. Da müssen wir jetzt die Tage mal umgehen lassen und dann schauen wir uns das mal an. Wenig Ersatzteile. Dürfte doch eigentlich jetzt kein Problem mehr sein. Okay. So, das transferieren wir mal dahin. Das hier. Und das hier. 31 Brot. Okay, wir machen... So, dass wir da 20 haben. Dosenbrot gab's nicht, ne? Dann verkaufen wir das gleich. Dann packen wir hiervon 20 wieder rein. Wir packen hiervon 20 rein. Und 31 Brot. Na, schauen wir mal, gibt es noch Brot? Brot gibt's. Das ist gut. Dann verkaufen wir das hier. Und nehmen dafür nochmal 50 Brot mit. Dann machen wir das hier auch nochmal alles voll. Zumindest auf 50. Und danach können wir immer nochmal gucken, wie viel Gewicht wir noch mitnehmen können. So. Und das Obst. Na gut, kommt. Das machen wir dann mal. So. Wir können noch einiges mehr mitnehmen, ne? Aber deutlich. Dann nehmen wir die komplett noch mit. Ach, dass man das im Nachhinein nicht nochmal machen kann. Das ist echt nervig. Was brauchst du, Herr Kalon? Schau mal. Oh, jetzt haben sie aber auch wieder aufgefüllt. Jetzt haben sie wieder aufgefüllt. Dann packen wir jetzt bei jedem noch 20 oben drauf und dann sind wir aber wirklich safe für die lange Überfahrt, würde ich sagen. So, bei dem Gemüse machen wir das auch. Würste. Und Obst. Ja, da packen wir doch nochmal 10 oben drauf. Okay, gut. Ansonsten würde ich sagen, haben wir erstmal alles. Munition brauchen wir natürlich auch, besonders Flakgeschosse. Und hier werden wir jetzt mal besonders auf die HE-Munition... Ah, da sind wir schon voll. Wir können echt nur 6250 Schuss mitnehmen? Das ist aber echt wenig. Aber wir können ins Hauptlager natürlich noch was packen, aber da haben wir jetzt keinen Platz mehr. Das können wir alles... Ah, nee, machen wir nicht. Wir könnten HE-Munition dafür... Das schrauben wir mal ein bisschen runter auf 20. Nehmen dafür da 20 mehr mit. Okay. 4, 8, 12. Brauchen wir echt 12 mal Kaffee? Ja, besser ist das, ne? Atemgeräte, da können wir auch nicht drauf verzichten. Ja, okay. Damit haben wir das. Lassen wir nochmal die Zeit umgehen. So, damit haben wir auch die nächste Forschung abgeschlossen. Die Luftaufklärung.
Und damit haben wir nun die Hafenverteidigung auf der Karte markiert. Das machen wir hier oben jetzt auch nochmal. So. Und dann gucke ich jetzt mal auf die Karte. Was genau zeigt er uns dann jetzt da an? Ah, Leute, schaut mal. Netzsperre. Minenfeld. Das ist natürlich extrem interessant. Dann wird er uns das hier oben für Lyness bestimmt dann auch anzeigen, wenn wir jetzt hier, ja, wenn wir das da oben erforschen. Cool, das ist super. Auch wenn es das gerade nicht besonders viel hilft. Dann müssen wir unsere Matrosen noch auffüllen. Wir haben, muss ich natürlich jetzt auch nochmal kurz gucken. Führung. Wir brauchen drei neue Matrosen. Nee, komischen Vogel wollen wir nicht. Okay, er wurde nicht gemustert bei der Luftwaffe. Aufgewachsen in Hunsrück zog es den gelernten Elektrotechniker der Liebe nach an die See. Seine Frau und Tochter beim Luftangriff der RAF auf Wilhelmshaven um ihr Leben kamen, wobei auch nur knapp überlebte, bot er seine Fähigkeiten der Elektrotechnik umgehend der Marine an. Ja, warum nicht? Den nehmen wir mal mit. Handwerker. Im Zivilleben war er Automechaniker. Mit einem Stück Metall und Draht kann er alles machen. Sehr beliebt unter seinen Kollegen in der Kaserne. Ja, der kommt auch mit. Karl-Heinz Hoffmann kommt aus armen Verhältnissen. Sein Vater schickt ihn zur Armee, um Disziplin zu nehmen. Er hasst den Militärdienst. Nein. Verwaist und obdachlos, die Militärkommission nahm ihn aus Mitleid auf. Er will sich in der Kriegsmarine ein neues Leben aufbauen. Gut, das ist natürlich jetzt der Hintergrund. Ob das jetzt ein guter ist oder eher nicht so, das muss ich dann halt zeigen, ne? Aber ich weiß nicht. Er kann das ja gern versuchen, aber auf einem U-Boot, was in den Kriegseinsatz geschickt wird, na, finde ich ein bisschen fehl am Platz. Geboren und aufgewachsen in Trier, machte er in Kiel eine Ausbildung zum Zahnarzt. Sein Ziel war es, mit 30 ein reicher Mann zu sein. Aber nach einer schiefgelaufenen Finanzspekulation musste er seine Praxis leider schließen. Ohne finanzielle Mittel schrieb er sich freiwillig bei der Kriegsmarine ein und seine Kameraden, welche mit ihm zusammen die Grundausbildung gemacht haben, bescheinigen ihm eine hohe Loyalität zu den Menschen im direkten Umfeld, sowie die Fingerfertigkeit, über die Dieselleitung und Abgaszulaufs einen Zylinderwechsel vornehmen zu können. Okay, vom Zahnarzt zum Dieselmechaniker. Ja, ich meine, hört sich ja nicht schlecht an. Die Kameraden schon sagen, das ist ein guter. Dann nehmen wir den mal. Wunderbar. Dann haben wir das auch. Ja, 18 Mann an Bord. 18 Mann ist ein Häkchen hinter. Hier haben wir keine Überlebenden. Ja, ich würde sagen, dann haben wir alles. Ja. Achso, da wird noch was verladen. Dauert nochmal 8 Stunden. Ja, jetzt haben wir alles. Und dann fahren wir jetzt zur frühen Abendstunde los. Okay. Ja, ich wüsste nicht, was wir sonst noch brauchen. Wir haben Ersatzteile, Nahrung, Diesel, Torpedos. Ha, da müssen wir nochmal reinschauen. Wir haben doch. Nee, das passt. Wie sah es 8 dann aus? Das passt auch. Wunderbar. Dann. Dann können wir los. Ja, Leute. Jetzt haben wir alles aufgefüllt. Alles klar. Dann kleine Fahrt voraus. Und wir verlassen den Hafen, Leute. Langsame Fahrt. Und dann schauen wir mal, wie weit das genau ist. Das sind 2000. Was soll das denn hier? 3361. Ja, relativ gerade Strecke.
Und dann hierhin. Das sind insgesamt 3300, 3600, 3400, 3430 ungefähr. Plus minus 1 oder 2. Ich habe die letzten Zahlen jetzt nicht mitgerechnet. Okay. Gut, Leute. Da haben wir jetzt ja eine große Fahrt vor uns. Ich würde sagen, wir können hier auch schon mal auf halbe Fahrt gehen. Es wird natürlich jetzt wieder etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aber Gott sei Dank können wir das ja mit 6500-facher Geschwindigkeit laufen lassen. Das wäre in der Realität ab und an vielleicht auch mal eine schöne Sache. Okay, genau, eine Sache wollte ich jetzt nochmal gucken. Und zwar, wir hatten ja jetzt bei AM7 eine Milchkuh. Ja. Die ist jetzt nur nicht auf der Hälfte des Weges, bei weitem nicht, aber das kommt uns auf jeden Fall schon mal ein ganzes Stück entgegen. Werden wir mal schauen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Oh, ich dachte gerade für einen Moment, der rammt hier die Insel. Das werden wir in der nächsten Folge nochmal genauer prüfen, wo die Milchkuh sich befindet. Also bei AM7 ist ja zu 100% eine. Und dann werden wir möglicherweise nochmal umdisponieren, was die Milchkuh angeht, damit die uns vielleicht ein bisschen entgegenkommt, falls es zeitlich irgendwie Sinn macht, natürlich. Okay, Leute, wir haben jetzt die französisch-hoheitlichen Gewässer verlassen, befinden uns auf offener See und ja, Leute, das wird hoffentlich eine spannende Mission, ich bin mir nicht sicher, ich habe die Mission noch nie gespielt, auf jeden Fall könnte sich das zu einer spannenden Sache entwickeln. Oh, wir weisen hier mal noch Personal zu eben, sonst geht das nur übel aus. So, ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Sammy. Ciao.